gestaltet, und zwar zwei Redebeiträge. Der erste ist von der Sibylle, die uns gerade die Flötentöne beigebracht hat, sozusagen. Und sie hält jetzt eine Rede auch zu Fairness und zu diesem komischen Handelsabkommen. Danke. Heute möchte ich darüber reden, wie der Zivilgesellschaft ihre Selbstbestimmung genommen wird. Wo können wir Bürger den großen Debatten überhaupt noch mitreden? Bei Frieden, Geld, für unser Gemeinwesen. Kann man? Okay. Danke. Wo können wir Bürger bei den großen Debatten überhaupt noch mitreden? Bei Frieden, Geld für unser Gemeinwesen, Recht? Irgendwie, so scheint mir, werden unsere Mitspracherechte uns schleichend entzogen. Von uns gewählte Volksvertreter sollen uns in Regierungen und Parlamenten vertreten, aber vertreten sie wirklich unsere Interessen? Nein, daher unser zivilgesellschaftliches Engagement. Versuchen die Politiker, unsere Volksvertreter, die großen Probleme zu lösen, vor allem voran der menschengemachte Klimawandel und die Bedrohung durch einen Atomkrieg. Haben wir Bürger die Möglichkeit, grundlegende Dinge mitzuentscheiden, auch außerparlamentarisch? Beides nein. Deshalb die Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht. Bei den Aktivisten erzeugt die Vielzahl der ungelösten Probleme einen heftigen Wettbewerb um die Aufmerksamkeit. Deswegen mache ich einfach mal einen großen Rundumschlag. Fange ich mit dem Frieden an. Über Krieg und Frieden entscheiden Politiker gemeinsam mit den Rüstungskonzernen. Schon US-Präsident Eisenhower klagte Anfang der 60er Jahre über den Einfluss des militärisch-industriellen Komplexes. Dieser sieht, ganz logischerweise, unsere Sicherheit nur durch eine permanente Aufrüstung gewährleistet. Deswegen sollen wir auf einmal 2% unseres Bruttoinlandsproduktes für das Militär ausgeben, ohne irgendeine gesellschaftliche Diskussion, wieso, wofür und weshalb. Wie sieht es bei dem Geld, das heißt der gerechten Finanzierung unseres Gemeinwesens aus? Unser Staat finanziert sich durch Steuern. Gemäß dem neoliberalen Diktat musste der Staat ab den 90er Jahren radikal Stellen im Staatsdienst kürzen, um Geld zu sparen. Die Wirtschaftsprüfer und Berater haben darauf die Regie in Steuerfragen übernommen. Inzwischen sind es vier große Kanzleien, die den Staat bei der Steuergesetzgebung beraten, ihre Kunden in der Wirtschaft bei der Steueroptimierung helfen und dann am Ende noch die Bücher ihrer Kunden prüfen. Sie ermöglichen ihren Kunden, ganz überwiegend große Firmen und KapitalbesitzerInnen, ihren Beitrag zum Gemeinwesen immer weiter zu reduzieren. So wird ein immer größerer Teil der Staatsausgaben durch Arbeitseinkommen und Konsum der Bürger finanziert. Dass der Staat dadurch immer größere Schulden machen muss, um seinen Aufgaben nachzukommen, freut die großen KapitalbesitzerInnen, die die Schuldtitel halten. Deshalb werden Schulden nicht wirklich als Problem gesehen. Schulden dienen darüber hinaus sehr gut zur Disziplinierung des Gemeinwesens und seiner Akteure. Jetzt wird versucht, mit CETA der Einführung eines Investorschiedsgerichtshofes auch noch die Hoheit über unser Recht zu erhalten.